Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Siphonfilter mit mir, Alawach 1990. Und der dritte Versuch jetzt hier, euch die Mission zu präsentieren. Ich habe, keine Ahnung, eine halbe Stunde, ja, ein bisschen, ja, eine halbe Stunde erstmal gebraucht, um überhaupt auf das Level überhaupt klar zu kommen. Wo ich hin muss und alles. Ich habe mir jetzt das Level mal ein bisschen vorher angeschaut, in der halben Stunde, wo ich einfach nur ziellos und blind nach der ersten Leiche gesucht habe. Und nachdem ich den gefunden habe, wie ich die auch überhaupt markieren kann. Ach komm schon, really? So, deswegen weiß ich zumindest die ersten beiden Leichen. Erikson, los! Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich stelle hier die Fragen. Gib mir die Zugangscodes für die Silo-Rechner. Jetzt! Aber ich weiß... Ich zähle bis drei, dann drücke ich ab. Aber ich kenne die Codes nicht. Zwei... Warte! Okay, okay, hier sind Sie. Bitte. Bleib hier. Nur eine Bewegung, bevor ich zurück bin und du bist ein toter Mann. Alright, ja. Wie gesagt, über eine halbe Stunde bin ich hier umhergelaufen und umhergeirrt. Mit diesem Scanner kannst du die Virusträger finden. Wo ich denn überhaupt hin muss? Musste. Wo ich überhaupt eine Leiche finde, was ich machen muss, wie ich die überhaupt markieren kann. Das war teilweise auch, nachdem ich die erste gefunden habe. Ich habe da umhergedrückt und wie so ein Weltmeister. Und habe die Leiche nicht markieren können. Und dann habe ich das nachher irgendwie hingekriegt. Und dann, Alter, das ist so unfassbar. Achso, den Dingens kriegen wir halt nur wieder so wie eine Taschenlampe. Über der Schnellfunktion. Da haben wir die erste Leiche drin. In dem Dingens. Und zack. Und zwar muss man dann nämlich ganz genau mittig gehen, dass er dann endlich das macht. Virusträger gefunden und markiert. Ich weiß nicht, was Fagin vorhatte, aber dieses Zeug hätte gereicht, um einen ganzen Kontinent zu vernichten. Ich versuche, den NATO-Spionagesatelliten anzuzapfen, um deine Position festzustellen, aber die Computer sind abgestürzt. Keine Sorge, ich habe hier alles im Griff. Jo. So, als nächstes machen wir das Fenster kaputt. Also wie gesagt, es sind halt nur die ersten beiden Leichen. Blind. Nicht blind. da weiß ich schon, wo ich hin muss. Ey, was? Ich hasse es. Die sollen sich doch gegenseitig bekriegen, die Spackos. Na egal, wie gesagt. So. Das Problem ist halt, dass die Dudes da oben... so instant auf mich zielen. Was überhaupt nicht mag. So. Jetzt können die sich nämlich mit dem beschäftigen und wir können da... Alter, ich habe schon hier keine Weste mehr. Wo ist das Scheißhaus? Wo ist das Scheißhaus? Da ist das Scheißhaus. Da müssen wir nämlich als nächstes rein. Ich hoffe mal, dass da hinten denn... tolle Sachen für mich drin sind. Weil hier sind nämlich auch zwei Kisten, die ich nehmen kann. Ich habe da noch nicht reingeguckt. So, zack. Und hier müsste, glaube ich, dann die nächste drin sein. War das die Kiste hier? Ja, das war die Kiste. So, dann einmal markieren. So, und dann machen wir die Tür noch kaputt und dann weiß ich noch, wo wir hin müssen. Aber dann habe ich halt die Aufnahme gestartet, weil, wie gesagt, das wollte ich euch nicht antun, da irgendwie halbe, dreiviertel Stunde... Nee, warte. Ja, 33 Minuten irgendwas. Dieses dumme Umhergelaufen. Ich habe jetzt zwar zwei Waffen jetzt nicht mitgenommen, einmal Granatwerfer und einmal irgendwas anderes. Denke mal, wird auch nicht wirklich groß von Vorteil sein. Beziehungsweise nicht großartig vom Nachteil. Wenn wir die jetzt nicht haben, jetzt muss ich ganz kurz mal auf die Karte gucken. Okay, links gerade und dann links. So, das ist jetzt eigentlich nicht. Moment mal. Nee, eigentlich ist es falsch gerade, wo ich laufe. Eigentlich müssen wir zu Warenhaus 36. Warenhaus 36. Hau ab! Hau ab! Logan! Mach einmal bitte das, was du sollst. Dankeschön. So, das war ein Haus 36. Ich muss ja kurz mal auf die Karte gucken. Natürlich bin ich in der komplett falschen Richtung unterwegs. Immer noch in der falschen Richtung unterwegs. Nee, doch, das soll es eigentlich sein. So, hier sollen wir dann, müssen wir nämlich durch. Oder auch nicht. Doch, wir sind richtig. Dann müssen wir halt die Fässer hier kaputt machen. Dann sind wir... Oh, kommen wir nämlich... Oh, hoppala. kommen wir nämlich in den Tunnel rein.
wo ich jetzt hin will. Und da war mein Handy gerade zu hören. So. Dann sind wir in einem Tunnel. Und dann geht's halt hier nur nach rechts. Und hier habe ich dann aufgehört. Und dann ab jetzt ist wieder blind. Wie gesagt, dieses dumme Umhergelaufen, das wollte ich einfach nicht sehen. So. Alter, mach... Es ist nicht wahr, Mann. Es ist nicht wahr. Er wollte ihn nicht kaputt machen, Mann. Es gibt's nicht. Weil die, ihr müsst wissen, die Gegner, die kommen halt endlos. Die spawnen halt endlos. Und das ist mega nervig. So, Granaten. Kugelsichere Weste. Es ist nicht... Also der Schwierigkeitsgrad ist schon hart gerade. Weil, ne, die sind halt dauerhaft irgendwie am Ballen. Du kommst nicht ordentlich durch. Du kannst dich auch nicht wirklich wehren. So, zack. Wir haben noch die Shotgun. Einfach weiterlaufen. Der hat dich nicht zu interessieren. Der hat dich auch nicht zu interessieren. Der auch nicht, weil der gerade beschossen wird. Komm, geh einfach rein, Logan. Geh rein. Geh rein und tu also, als ob du nicht da wärst. So, zack. Ich muss aber sagen, die Kampfflinte ist halt echt gut. Dann fallen wir hier runter. Also ich bin so froh, wenn Alter, ich hoffe mal, dass der nächste Bereich, weil hundertprozentig haben wir hier unten noch viel, viel mehr Bereiche, dass die ein bisschen besser sind. Zack. Nein. Verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Geh irgendwo anders spielen, aber nicht hier. Vielleicht brauchen wir die Granaten jetzt, dass wir vielleicht da irgendwie eine Granate reinschmeißen müssen. Hinter dem Zaun vielleicht? Das wäre eine Möglichkeit, dass wir eine Granate hinter dem Zaun schmeißen. Und so dann die Leute... Heiner. Killen. Noch ein Stück rüber. So, tschüss. Zum Glück haben die halt so viel Pumpgun-Muni. So, da war definitiv nichts. Das wissen wir jetzt. Nachdem wir ausführlich geschaut haben. So, die Sache ist halt die, wenn ich da oben drauf bin, kriege ich, hoffe ich mal, einen Checkpoint. Okay, das heißt, wir werden uns mal hier oben hochhangeln und dann werden wir mal die Nades ausprobieren. So, zack. Nummer 1. Und Nummer 2. Hat er das gebracht? Ich habe keine Ahnung, ob das was gebracht hat, ehrlich gesagt. Und den machen wir einfach mal einen per Kopfschuss. So, okay. Der hat es hinter sich. Und der lebt aber immer noch, okay. Das meine ich nämlich, die kommen... Oh, die kommen halt die ganze Zeit. Und ich komme halt nicht durch. Okay, die rennen weg, sehr schön. Keine Ahnung, warum ich jetzt so ein Glück habe. Ich stell's auch nicht in Frage, ohne Scheiß, ich stell's auch nicht in Frage, dass ich jetzt hier ohne irgendeinen Anschuss oder einen Hit oder sonst irgendwas durchkomme. Ich will jetzt nur noch diesen fucking Stromkasten bedienen und einen Checkpoint kriegen. Es ist so lächerlich. Es ist einfach nur so lächerlich. Es ist lächerlich. Ich verstehe es. Moment mal. Ich probiere mal was. Gabe, halte ich fest. Weil vielleicht... Ich habe jetzt gedacht, wenn ich mich dann langhangel, wenn ich mich da festhalte, dass ich dann vielleicht die Höhe habe, dass ich nicht runterfall. Also nicht sterbe. So, zack. Gabe, 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 Gabe. So, und jetzt schnell rüber. Ich glaube, der Blaue unter mir sollte eigentlich nichts tun, weil er sieht uns ja nicht. Oh Mann, Alter, da hinten, okay, Warenhaus. Ich hoffe es mal zumindest, dass das Richtige war. Hier rechts, glaube ich, brauchten wir nicht rein, ne? So, wir müssen jetzt nur einmal die Waffe wechseln. Ja, Fresse da. Mach den doch mal tot, Alter!
Das gibt's nicht. Alter, einmal mit Profis arbeiten, ne? Leckt mich. Wir müssen da auf jeden Fall rein. Die Sache ist halt die, die haben Schusswesten. Ist gar nicht mal so schlecht, dass die Schusswesten haben, weil wir können dann unsere Panzerung auffüllen. So, einmal hopp. Nein. Hopp. Ducken. Nein. Einmal hoch. Einmal runter. Okay. Wirft er die ganze Zeit die Dings hier hoch? Ja. Tut er. Ich bin so am Arsch, ne? Ich komme da jetzt nicht mehr rein. Fuck. Vor allem, der hat auch eine Schussfrequenz, ne? Eine Wurffrequenz? Die ist echt asanig. Die ist echt sanig. Holy shit. Mal gucken, wenn ich ein bisschen weiter weggehe. Ja, ich kann den halt nicht anvisieren, so wie ich setzen möchte. Na komm, gib mal her. Ich versuche selber da mal eine Gnade reinzuschmeißen. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Aber die ganzen Punkte sind auf jeden Fall erloschen. Jawohl, Alter, die sind alle tot. Oh ja, oh, ich hab mal Nate-Glück. Ich hab mal so das Nate-Glück. Ah, deswegen kam ich nicht rein. Ist okay. Wie, die haben keine Panzerung mehr? Wieso haben die keine Panzerung mehr? Was soll denn der Scheiß? Da hinten haben wir die letzte Leiche. Hier drinne? Ah, okay, einmal dran packen. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Das ist so ekelhaft. Das... Ey. Wieso packt man denn hier solche Leute rein, Mann? Die Granaten schmeißen. Granaten. So, jetzt müssen wir erstmal kurz mal gucken. Lager in 76. Wir müssen theoretisch nach rechts, oder? Das kann durchaus möglich sein, dass wir da wieder halt so viel... Ja. Ja, mal schauen. Wie gut wir hier durchkommen. Verpiss dich. Haben wir hier. Oh, ein Zaun. Ne, kommen wir da durch? Nein, kommen wir nicht durch. Wir müssen halt gucken, wie wir... War doch Lager 76, ne? Zu Lager 76 gehen. Das heißt, vor uns. Da müssen wir lang. Okay. Da ist da immer... Hoi. Machen wir einmal kaputt, weil ich habe keinen Bock irgendwie auf eine Überraschung. Ne, da ist leer. Da haben wir eine Kiste. Oh, danke schön, Alter. Eine kugelsichere Weste. Immerhin wenigstens was. Jetzt müssen wir halt nur schauen, wie wir weiterkommen. Wir sind halt von da gekommen. So. Oh, ganz viel Shotgun. Wie viel Shotgun hier liegt, ne? Lass mich in Ruhe, hau ab. So, hier müssen wir ganz kurz mal gucken. Das ist aber wieder der Tunnel, oder? Einen Moment, kurze Unterbrechung. So, da bin ich wieder. Ja, wie gesagt, kurze Unterbrechung. Machen wir mal weiter. Wir hatten ja am Anfang den komischen Zaun da hinten, den ich nicht durch untersucht habe. Es kann auch sein, dass das ein Tor ist statt ein Zaun. Da haben wir es auch schon. Kann man den aufmachen? Oh, jawohl, Alter, das Ding geht auf. Nice. Sehr schön. Was haben wir da? Da war auch nochmal ein Tor. Okay, wenn wir hier durchgehen, was passiert hier? Was haben wir hier? Nix, den kann man auf jeden Fall nicht aufmachen. Aber wie labyrinthisch das halt aufgebaut ist, ne? Holy shit. Da haben wir nix. Da habe ich doch schon wieder einen Gegner gesehen. Okay, die sind auf jeden Fall weg. Ich weiß halt nicht, ob ich richtig gehe. Weil wir müssen ja auch irgendwie jetzt zu dem scheiß Lagerhaus kommen. Es kann auch sein, dass wir den ganzen Weg nochmal zurückrennen müssen. Das ist ein bisschen doof. Sollen wir denn hier überhaupt? Ich lauf erstmal zurück. Ich denke mal, dass wir da dann irgendwie an der Oberfläche kommen. Das hat so sich zumindest so ange... Ja, sah zumindest so aus, sagen wir mal so.
Keine Ahnung, warum wir da jetzt lang... Was dahinter ist. Ja, da geht's wirklich nach oben. Das sieht schon mal gut aus. So, denn... Ah, so, dann sind wir hier. Aha. Okay, das heißt, wir müssen doch nach links. Okay, das ist nur ein Shortcut, dass man nicht noch einmal komplett... Ja, stimmt, man kommt dann ja aus der Dinge jetzt nicht mehr raus. Stimmt. Ja gut, dann waren wir ja doch schon auf dem richtigen Weg. Oh, hier hatten wir ja schon alles kontrolliert. Ey, dass man halt das Spiel halt... Also das Spiel ist mega gut. Nein, 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 nein. So, erstmal machen wir es so. Oh shit, Heiner. Dann machen wir es ein bisschen anders. Und zwar spielen wir ein bisschen... ja. Ich weiß noch nicht, was wir spielen. Aber auf jeden Fall spielen wir mit der Granate so, dass sie alle draufgehen. Einer lebt noch. Einer lebt noch. Ist okay. Hat. Ist okay von den Dingens her. Von den Schadensverlust. Oh, da haben wir sogar eine neue Weste bekommen. Das ist gar nicht mal so schlecht. So.